Hallo, ihr Lieben. Und herzlich willkommen zu einem weiteren Camper-Alltagsvlog von den Inselcampern. Die Inselcamper sind die Leimer und das bin meine Wenigkeit. Ja, heute haben wir den Muckel ja endlich wieder. Heute geht es ans Optimieren von dem Muckel. Wir haben uns ein paar Sachen in der Zwischenzeit bestellt und ja, noch nicht alles, noch lange nicht alles. Nein. Aber die paar Sachen, die wir uns bestellt haben und die wir heute machen, die zeigen wir euch heute und nehmen euch einfach mit. Und los geht's mit den Bettlagen, mehr nach dem Intro. Relax and smile. Na Leimele, was machst du da? Unsere Betten überziehen. Wir sind ja los, ne? Und die Leute, die schon uns auf der Messe gesehen haben, unser Messebericht, haben wir einen Stand besucht, und zwar Bettwarenshop. Den habe ich schon, glaube ich, auf Instagram, folge ich schon ewig. Und haben wir uns Bettlagen bestellt, und zwar extra Anfertigung, weil wir haben verschiedene Matratzengrößen und das ist ganz, ganz komische Größe. Klar, wir haben gesagt, dass wir irgendwann jetzt uns Matratzen auszulegen, sind wir auch beim Gucken. Aber als erstes kommt natürlich erstmal die schöne Bettwäsche, oder? Richtig, und wir haben uns geeinigt im Mausgrau, ne? Im Mausgrau, Asphaltgrau, und will ich gucken erstmal, ob das jetzt passt. Oder nee, Chrom heißt die Farbe, glaube ich sogar, ne? Bei ich glaube, das war Asphalt oder so. Nee, Chrom. Ja? Bin ich mir ziemlich sicher. Okay. Und es ging wirklich ratzfatz, wenn du online das durchgibst, innerhalb einer Woche machen die das fertig. Fand ich total. Also bei uns war es ja so, wir haben die gebeten, ob die das mit auf die Messe nehmen können, weil wir ja nicht zu Hause waren. Und die haben das dann mitgebracht. Freundlicherweise, war wirklich toller Service, kann man nicht anders sagen. Kann man nicht meckern. Wirklich total toll. Und da fahren wir mit euch drüber, dass man auch mal ein Gefühl für Qualität ein bisschen bekommt. Wie fühlt sich das an? Ja, sehr gut. Auch die Naht, ne? Also das kannst du nicht so vergleichen mit dem Discounter-Geschichten, ne? Ja, ist ja logisch. Ja, es ist halt auch ein bisschen teurer wie sonst. Ist nun mal so, ist halt extra Anfertigung. Und was wir da noch für euch ausgehandelt haben, 10%. 10% ausgehandelt haben, wenn ihr über unseren Link, also den packen wir natürlich unten, über Bettwarenshop irgendwas bestellt. Also egal was. Also nicht nur Campingsachen. Die haben auf die komplette Bestellung 10%. Genau. Die haben Topper, die haben Fototapeten, Bademäntel. Ist wirklich ein komplettes Bademantel. Ja. Also ist was sehr herzbegehrt. Also ich fühle mich da total. Ich verliere in diesem Shop. Wir gucken immer wieder auch Wohnaccessoires oder so, Unfälle, und guckt am besten selbst da rein. Und lasst euch auch überzeugen. Und ich bin jetzt erstmal. Genau, den Code und die Website verlinken wir euch alles unten in der Videobeschreibung, selbstverständlich, wie immer. Wie immer, ihr kennt das. Super Service, finde ich. Ja, absolut. Und ich kämpfe mich jetzt hier erstmal mit diesem Muckel. Du musst gelenkig sein, sage ich im Alkoven, aber komm, macht ja nichts. Bei deiner Größe hast du doch kein Problem da drin. Nee. Oh, habt ihr das gehört? Naja, jetzt schauen wir mal, welches ist den kleineren, welche Größe. Ich glaube, das war der kleine und das ist der große. So, dann geht's los. Ich hasse das. Die Betten im Wohnmobil zu beziehen. Wie ist es für euch? Schreibt ihr gerne in die Kommentare. Aber es lässt sich doch richtig von Qualität her, richtig toller Stoff, richtig toll. Ich freue mich. Jo, schaut auch also gut ich aus. Muss, ich muss jetzt hier noch ein bisschen schick machen, ne? Aber ich bin jetzt echt aus dem Pust. Ach ja. Fertig! Heli. So, ihr Lieben, und wenn ihr ganz komische Matratzen im Wohnmobil habt, ne? Was heißt komisch? Komisch hört sich immer so schlecht an. Nein, aber wir kennen das ja alle. In Wohnmobilen ist es manchmal wirklich sehr verwinkelt, diese Matratzen. Und dafür den passenden Bezug dann eben zu finden, ist manchmal gar nicht so leicht. Ja? Ganz, ganz kompliziert. Und da seid ihr bei bettwarenshop.de
richtig gut aufgehoben. Wie gesagt, die sind ganz, ganz fit. Innerhalb einer Woche habt ihr das. Also funktioniert ein und frei. Die Erfahrung haben wir gemacht. Und ich weiß es noch, der letzte Kasten, ich habe geflucht. Ich habe geflucht, bis ich die Betten überzogen habe. Das war sowas von verschnörkelt. Der hatte so ein Dreieck in der Mitte am Ende. Ne? Das haben ja viele. Furchtbar. Sogar bei Murillo habe ich geflucht. War es so? Alles, was Ecken hat. Hier habe ich wirklich sehr, sehr eigentlich einfach zum Überziehen. Das Einzige, was ich hier was ausmacht, das ist der Buckel hier. Ne? Der Buckel vom Muggel. Genau. Aber ansonsten, wie gesagt, wenn ihr richtig schöne Bettwäsche sucht, kommt bei bettwarenshop.de vorbei. Und da seid ihr gut aufgehoben. Genau. Ja, ihr Lieben, das war der Part mit dem Spannbettlagen und jetzt geht's weiter mit etwas, was mich wirklich von Anfang an beim Muckel schon genervt hat. Mich aber auch. Dich auch, ne? Mich aber auch. Du hast mal das Gegenteil in einem Video behauptet. Ja, ich habe den Beweis, einen Videobeweis habe ich dafür. Ja, aber beim Fahren haben wir doch festgestellt, also ohne den Spiegel, das ist wirklich, ja. Ich habe mir Rückfahrkamera gekauft, oder Winkelspiegel gekauft, alles mögliche. Rückfahrkamera bin ich nach wie vor trotzdem zufrieden, super, weil man einfach eine richtig geile Sicht nach hinten hat, abgesehen vom Spiegel, ja, ihr wisst, was ich meine. Es ist wirklich eine tolle und klare Sicht nach hinten. Man kann den Verkehr sehr, sehr weit einsehen. Aber jetzt ist er endlich da gewesen, der Spiegel. Ich habe ihn bestellt und der ist jetzt auch viel länger wie der andere. Man merkt den Unterschied auf jeden Fall. Jetzt kannst du wirklich nach hinten alles sehen und da bin ich glücklich. Und ja, zum Einbau von dem Spiegel nehmen wir euch jetzt mit. Bitte. Ihr Lieben, heute ist ein Paket gekommen. Endlich. Der Papa hat endlich seinen zweiten Spiegel, seinen Fahrerspiegel. Ja. War schon lange fällig, aber wir sind nie dazu gekommen und war gar nicht so leicht, so einen zu finden. Gefunden habe ich den dann bei der Augustin Group, so nennt sich die Schleichwerbung. Aber wir kriegen nichts dafür gezahlt, aber die sind sehr hilfsbereit. Deswegen erwähnen die wir auch hier. Haben uns sehr weitergeholfen. Einfach Fahrzeugschein eingeschickt und der hat uns dann automatisch eine Artikelnummer zugeschickt. Und ich hoffe, dass der passt, weil wenn man den daneben sieht, wirkt der Originalspiegel irgendwie sehr mickrig. Sieht man jetzt wahrscheinlich gar nicht so. Er ist auf jeden Fall viel kleiner. Ich komme dann raus. Ich zeig's euch. Genau. Ne? Ich muss jetzt erstmal von hier drin ein bisschen schrauben. Obwohl er so kalt ist, muss ich raus. Genau. Einfach die drei Schrauben hier lösen, dann müsste der abgehen. Der ist, soweit ich weiß, elektrisch zumindest mal gewesen, auch wenn er sich nicht mehr betätigen lässt. Aber schauen wir mal. Erstmal die Schrauben lose. So, jetzt muss ich hier reinkraxeln. Na, lassen sie sich lösen? Ja. Das geht. Von Hand losdrehen. Genau. Schön an die Seite. Ups, Scheiße. Nicht abbrechen, bitte. Nee, abgebrochen ist er nicht, aber. Sally, Sally. Das ist dieses Scheißding. Siehst du, dass jetzt so ein billiges? Ich habe meinen Werrabit nämlich gerade nicht dabei. Ja, wo ist er? Wo ist dein Werrabit? Wir finden ihn gerade nicht. Du hast doch den Zuschauern gezeigt. Das ist echt scheiße, ey. Weißt du, was kann das sein, dass in deine Werkzeugkiste drin ist? Wo ist die? Ja, in deinem. Alles, was du eingepackt hast für die Reisen. Das muss im Wohnmobil drin sein, unten in der Kiste. Das kann gut sein. Na, wie wär's, wenn du das holst? Wäre gar nicht so schlecht, ne? Ich probiere aber erst noch mal was anderes, weil ich brauche was Stärkeres. Ja, ja, aber erst Bau, ne? Erst Bau. So, Svenny. So, letzte Schraube schraube ich gerade raus. Mein Leimel hält den Spiegel, weil ich nicht weiß, ob der abfällt. Ich habe das nämlich noch nie gemacht. Spiegel hast du noch nie gewechselt, ne? Doch einmal, aber das war mit dem Olli zusammen. Ne? Und geht er ab? Ja. Ups. So langsam. Lose ist er schon. Lose ist er schon? Jawohl. Yes. Das ging einfach. Doch, das müsste doch eigentlich, das ist genau dieselbe Haltung. Den behalten wir als Ersatz, falls der mal kaputt geht. Naja, so gut ist aber auch. Dass wir uns dann wieder ärgern können. So. Jetzt schauen wir mal, ob der neue passt. Wollen wir vorher sauber machen. Ne? Ja. Perfekt. Oh, da fehlt noch eine Auflage, warte mal. Ja, die war dabei. So. Einmal so. Nee. Hier oben gehört es so. So war das, ja. Genau. Das ist einfach Gang. Hältst du das so? Ja. Einfach hier dagegen drücken. Pass auf, ich mach die Tür jetzt auf. Warte mal ganz kurz, Schatz. Ich möchte das sauber machen wegen dem Gummizug. Da ist richtig dreckig. Komm, ich mach das schnell weg. Ja. Halte mal. Na gut, mein Leimel hat gesagt, sie will noch ein bisschen sauber machen. Ja, das ist.
Ein bisschen muss weg, ne? Ich bin da ja eher der Schludrige, aber meine Melodie sorgt hier für Ordnung im Haus. Das kennen wir, ne? Ja. Aber wenn wir schon dran haben, schau mal, wir müssen in die Anlage, Schatz. Ja, unbedingt. Ne? Die 4000 Kilometer sind nicht spurlos dran vorüber. Nein, so, habe fertig, dann können wir weitermachen, ne? So. Super, so, nochmal das gleiche von vorn. Dann muck ich das hier rein. So, und jetzt ist er nicht zu groß, dann, ne? Nicht. Warte mal. Weil du Angst oder Sorge gehabt hast, dass das zu groß ist. Nee, aber hat aber so gewirkt. Nun, jetzt so können wir alles sehen. Nee, das klappt nicht. Warte mal. Jetzt muss erstmal das Ding hier rein. Oh, da habe ich ja noch genug Spielraum. So, oh, wenn du das jetzt so dagegen hältst, pustet heute schon wieder bei uns. Fest dagegen drücken, ne? Ja, mach ich doch. Okay. Muss ja beides machen. Okay. Filmen, ja, halten. Ja, siehst du, ich sag fest drücken. Ja, mach ich doch. Und du drückst nicht. Ja, du musst die Tür erstmal aufmachen. Der ist nicht wirklich dran, ne? Nee. Ich drücke auch fest. Jetzt, ne? Ja. So, jetzt, ach, kannst du jetzt muss ich auch nicht halten. Ne? Kannst du loslassen. Die Tür etwas weiter aufmachen, bitte. Jawohl. Wir haben es beim Fiete, glaube ich, mal gemacht, ne? Mit dem Uli zusammen. Stimmt, ja. Da fand ich das wesentlich komplizierter. Tja. Aber bei den Alten, das ist halt das Schöne, da kommst du überall ran. Die alte Technik halt, ne? Ja. Dass du noch selber schrauben kannst, ne? Genau. So, Plastikdeckel drauf. Warte mal kurz, ob der mal hudeln ein bisschen. Passt. Wunderbar. Wunderbar. Ich würde sagen, wir haben es wieder geschafft. So. Lass ich Pinnugel noch drauf und fertig ist er. Und jetzt mal den Effekt, wer sich noch daran erinnern kann. Ich nehme mal die Kamera. Beim letzten Spiegel habe ich ja von hinten mal gefilmt und da mal gesehen, wie bei der Spiegel rauskommt. Und jetzt sieht man nämlich auch. Und genauso viel sehe ich jetzt wahrscheinlich auch von hinten. Den hat es wohl mal in noch ein Stückchen länger gegeben, damit man hier mal so einen Vergleich hat. Schaut euch das mal an. Diese Arme hier. Ja, die sind ja richtig kurz. Und wie die hier sind, das ist ein himmelweiter Unterschied. Ja. Mega. Bin ich bin gespannt, setze ich da mal rein und guck mal, wie das dann ist. Am besten nimmst du die Zuschauer mit. Ja. So. Nur erstmal aufräumen hier. Werkzeug musst du erstmal wegräumen hier. Was? Das geht ja gar nicht hier. Nochmal. Alles gut. Nochmal. Du musst nicht alles hören. Moment, den muss ich noch verstellen. Geh mal, wenn du an die Seite gehst, sehe ich hinten auch was. Perfekt, jetzt wirklich. Ich hoffe, man kann es erkennen mit dem Alten, dass du wirklich so gut wie gar nichts gesehen. Wunderbar. Ja, bin ich froh. Haben wir gut hingekriegt. Bin ich wirklich froh. Was hat der Spiegel jetzt gekostet? 99 Euro, für die, die es wissen wollen, genau. Genau. Huni. Ja. Das waren erste Optimierungsmaßnahmen für uns bei Muckel und ja, mal gucken, was noch weiterkommt. Es ist wirklich noch einiges zu machen, vieles, was uns noch nicht ganz so passt und das kriegen wir alles aber noch auf die Reihe. Wirklich so viel. Ja, die Tour nach Italien war richtig, richtig gut. Wir haben festgestellt, was brauchen wir wirklich. Vorher haben wir gedacht, wir brauchen das und das und das und das hat sich festgestellt, nee, brauchen wir doch nicht wirklich. Und wo bringen wir was an und ja, man beobachtet während Tour, ne? Also auch wie zum Beispiel Klopapierhalter, ne? Wo bringen wir den an? Ne? Ja. Erst war der Winkel an die Wand, da muss ich noch gucken, wie wir das machen. Und nach mehreren Gängen haben wir gesagt, nee, das muss doch woanders hin. Und dafür war die Tour richtig, richtig cool, finde ich. Absolut, ne? Also, und da kommen ganz, ganz viele tolle Sachen noch. Ja, definitiv. Was jetzt noch ansteht für mich, ist also ganz, ganz wichtig, essentiell wichtig eigentlich. Mich nervt es einfach mit dieser Chemietoilette und es muss auf jeden Fall wieder eine Trockentrenntoilette her. Und da sind wir auch schon am Planen, am Machen, am Werkeln und nehmen euch dann natürlich mit, wenn es soweit ist. Und ja, das seid gespannt, was da noch alles kommt. Als nächstes, glaube ich, kommen, weil
gerade wenn man frei steht, und wir sind viel Freisteher, gerade auch hier jetzt, wo wir stehen. Und das nervt einfach mit Chemietoilette, weil du musst ja die immer wieder wegfahren. Eben. Und das ist doof. Ja. Also wir finden das doof. Richtig doof. Ja. Ja. Wie gesagt, es ist noch einiges zu machen hier und ja. Wir nehmen euch auf jeden Fall mit, ne? Würde genau, und wenn ihr Lust habt, bleibt gerne dran und im nächsten Video geht's weiter. Richtig, und hat euch dieser kleine Vlog mit uns gefallen, freuen wir uns wie immer über Däumchen Richtung Nord. Falls noch nicht passiert, hier unten ein Abo hinterlassen, verpasst ihr kein Video mehr von uns. Und ansonsten bleibt uns nur zu sagen, wir wünschen euch einen schönen bunten, ihr Camperschlegel. Ciao. Bis dann. Relax and smile. Insel.